Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in der Folge Nummer 87 hier bei unserem Let's Play Minecraft-Projekt 2019 in der 1.14 aktuell. Jawohl, Aufnahme Season, dritter Teil. Das heißt, wir sind im letzten Teil, warum und wieso zweimal 15 Minuten und einmal 30 Minuten, das erkläre ich alles in dem Video gestern. Das heißt, heute geht es jetzt hier sofort... Nee, Quatsch, wir gucken jetzt erstmal nach, wie viel Erde ich noch habe, wie viel Dirt, das ist noch wichtig. Für die Querverstrebungen, die wir machen wollen. Ich kann übrigens schon wieder mal eine Stulle essen. Und dann schaue ich hier mal kurz nach, was unser Dirt-Vorrat sagt. Oh ja, schau auf, krass. Da sehe ich nichts. Da sehe ich auch nichts, okay. Dirty Dirt. Oh, aha, oh, oh, oh. Der Dirt ist aber da. Na, das freuen wir uns ja. Das reimt sich ja sogar. Heute hier wieder ein Reimfuchs verschlungen oder so. Keine Ahnung. Nee, Freunde, das ist ja super, Mensch. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Da ist mehr als genug da. Das heißt, jetzt können wir uns sofort auf den Weg machen. Diesmal fahre ich aber außenrum. Nicht, dass wir da wieder das Problem haben, dass wir da an der Brücke bei den Villagern Halt machen müssen und umsteigen. Theoretisch hätten wir umsteigen können, wenn ich ein zweites Boot gemacht hätte. Oh, Schildkröte in Sicht! Hilfe! So. Was hast du noch? Mein Gott, wie viele Schildkröten gibt es denn hier? Das ist ja Wahnsinn. Können wir uns ja mal eine Schildkrötensuppe machen? Nee, nee, wollen wir nicht. Wir wollen ein Ziel mehr Sand haben. Das war ja einfach mal freie Fahrt voraus. Wieder mal in die Richtung. Ihr merkt schon, zum Sand holen fahre ich immer in diese Richtung. Hier ist wieder diese komische. Achtung, das geht jetzt gleich. Ja. Gruselig. So. Und ich glaube, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen weiter entfernen, weil auf dieser Insel gab es nur noch Sandstein und wir wollen ja Sand haben. Allerdings nicht so viel, ne? Also. Ja. Wollen wir mal schauen. Aber hängt da unten ein Zombie rum? Das sah gerade so aus, als ob da so ein Zombie rumhängt. Was ist denn das hier? Naja. Ruhe. Hier ist also überall so eine kleine Sand. Hier haben wir es abgebaut, ne? Genau. So, jetzt werden wir das auch mal so geschickt umfahren. Und einfach mal so weiter auf Kurs bleiben. Also wir bleiben mal hier so. Ja, hier so ist toll. Und dann fahren wir einfach mal geradeaus und gucken wir mal, wo wir hinkommen. Mann, ist ja richtig jetzt hier so richtig schwungvoll, die Playlist. Freie Fahrt voraus. So, dass sich das jetzt aufbaut, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil das dürfte jetzt hier völlig neues Terrain sein. Sag mal, steht da einer? Das gehe ich mir jetzt aber mal angucken. Da steht ein Ertrunkener. Gucke mal. Der hängt da voll ab. Das ist ein Hänger. Was ist denn das hier? Ach, da ist wieder so ein Boot. Oh, das Boot steckt ja da richtig drin. Ach, das ist ja interessant hier. Ach, das ist aber wieder interessant. Waren wir hier schon mal? Also, das will ich mir mal angucken hier, Freunde. Übrigens, in dieser Version kann man tatsächlich sogar sich Sattel craften, Leute. Ja, also das ist möglich, dass man hier jetzt so Pferde und so... Ne, das ist ja auch neu, ne? Oh, das ist ja auch neu. Schaut mal. Hier stöhnte gerade ein Zombie. Ach, das ist ja eine interessante Gegend hier. Also, das ist ja auch... Hier so viele Tiere hier. Das ist die Insel der Tiere. So, und jetzt will ich mir mal kurz mal hier diese Arche Noah hier mal angucken. Die passt aber auch wieder heute, ne? Die Arche Noah. Habt ihr den verstanden? Oder muss ich den erklären? So, dann wollen wir mal schauen hier. Haben wir denn noch eine Schaufel, eine schöne für mich? Ja, haben wir. Ach komm, ich mach erstmal die Dierschaufel klar. Wir brauchen da eh ein bisschen Sand. Können wir ja gleich mal mitnehmen hier. Dann können wir uns ja gleich mal so ins Boot reingraben. So, da vorne scheint ja die Spitze zu sein. Das ist die Spitze des Eisbergs. Aber ganz sicher. So, wieso ist da Wasser? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wir machen das mal auf hier. Da kann man rein. Ja, da kann man sich jetzt Sattel selber craften. Das finde ich natürlich cool. Was ist denn da Wasser? Das sah
merkwürdig. Habe ich nicht gerade abgebaut? Ja, natürlich. So. Ha! Da ist eine Kiste. Ui! Leute, das lohnt sich ja. Erfahrungsfläschchen. Naja, mein Gott, vielleicht könnte man ja mal so ein Erfahrungsfläschchen sich ja mal ergaunern. Hier und mal einflößen, weil dann könnte man ja was verzaubern, ne? Oder wir können ja auch eigentlich... Oh, das ist ja toll hier. Ist doch bestimmt noch mehr drin für mich. Ah, jetzt kommt das Wasser. Jetzt müssen wir aufpassen. Komm, jetzt ruppig mal einfach alles raus. Wir brauchen den Sand ja sowieso. Also aus dem Grund, jetzt überschwemme ich hier natürlich alles. Aber ist ja nicht so schlimm. Huch. Doch, kriegen wir ja Luft. Ich glaube, ich bin schon mitten unter Wasser. Oh, jetzt ist es kaputt. So, hier gibt es zum Beispiel Luft. Ja, toll. So. Sand zu mir bitte. Alles hier mal so ein bisschen freiräumen. So. Was? Wieso denn? Was? Wieso? Da war doch Sauerstoff. Ah. Ist aber auch verzwickt hier. Will nach oben. So, warum auf den Kahn hier? So, da hinten ist bestimmt auch noch irgendwas. Also hier vorne war ja anscheinend jetzt nichts mehr gewesen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier so hier hinten an. Jetzt schon mal ein Brot, vorsichtshalber. Da ist eine Wand. Die machen wir auf. Ach, lass mich mal raten, da kommen wir bestimmt. So, vielleicht hier im hinteren Teil. Im Hinterteil. Nee, das kann man nicht essen, aber Brot kann ich essen. Hier röchelt doch schon wieder eine. Ach, da röchelt er. Da ist der Röchelmann. Oh, der hat eine Nautilus-Shell. Gib mal her. Abgezogen. Haha, ich hab's. Nice. Heute ist er wieder fröhlich hier, ne? Und heute finde ich es ja wieder extrem fröhlich hier mit mir. So, wo geht's denn da rein hier? Kann man da rein hier jetzt endlich mal hier oder was? Oder wie? Oder wo? Hier geht's rein, aber da kriege ich keine Luft. Da ist die Kiste, ich sehe sie schon. Was ist das denn? Nein, noch nicht. Ja, ja, ich gehe ja schon raus. Wo geht's denn hier raus? Oh! Hilfe. So, hab aber alles bekommen. Na mein Gott, was für ein Glück hier. Jetzt schiebe ich mir erstmal noch mal schnell mal hier so einen Kanten rein. So, gibt's da noch mehr drin? Muss ich mir doch mal direkt mal angucken, was wir denn da alles jetzt bekommen haben. Was ist denn das hier? Einmal Weizen, na okay, ist okay. Karotten, die sehen auch sehr befremdlich aus, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Sieht ja aus wie ein Bio-Vibrator. Ja, aber okay, ich sag nichts, Leute. Ach, und das ist giftige Kartoffel. Also es gibt jetzt hier 16 mal giftige Kartoffel. Wahrscheinlich, weil hier diese, na, wie heißen die immer hier? Diese Knollen da? Diese, nee, die Kartoffel ist ja die Knolle. Knolle. Wie heißen die denn, Mensch? Strunk? Nee. Ich weiß auch nicht, bei der Kartoffel, wie heißen denn diese Teile, die immer so rausgucken? Wusste ich mal. So. Ja, also ich würde sagen, fette Beute, oder? Muss ich mal ganz ehrlich sagen, wir haben hier eine fette Beute gemacht mit dem Schiff da. So, jetzt nehme ich mal das Schiff mit. Schiff ist gut, Nussschale, meint ich. Halt! Mein Boot. Meine Nussschale, so. Genau. So, jetzt baue ich mal hier noch kurz mal ein bisschen den Strand ab. Einfach, weil ich es kann. Ich glaube, das ist ja eigentlich, wenn eine Kartoffel treibt, sagt man ja, ne? Aber das ist ja... Sind das Triebe dann tatsächlich? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall sind die giftig, das weiß ich. So, neue Blumen soll es ja auch geben. Also hier sind... Interessant, wo geht's denn dahin? Kohle gibt's hier. Nehmen wir mit. Können wir gut gebrauchen, Kohle. Wie gesagt, gerade wenn wir so eine neue Welt erforschen oder so und wir brauchen viele Fackeln oder so, ne? Oder auch Eisen schmelzen. Guck mal, wenn ich Eisen sage, das habe ich natürlich total gewusst, dass hier im Hintergrund Eisen ist. Deswegen nehmen wir das natürlich sofort mit. Ha! Im Doppelpack schon wieder zwei so eine komischen. Aber was ist denn hier los in dieser Aufnahme-Season?
So. Ich mag euch nicht. Ihr Gurkenköpfe. Das war bestimmt Tante Trude aus Buxtehude. So, jetzt aber hier mal aufmachen hier. Nehmen wir nämlich mit. Da war auch noch was. Die Kohlehöhle. Jetzt fange ich schon an wie Frau Zappi hier und hänge die ganze Zeit in irgendeiner Höhle ab. Aber nee, nee, ganz so krass jetzt auch nicht. Weil Grüße gehen raus an dieser Stelle. Das ist übrigens auch gefährlich hier. Ich habe ihn gesehen. Hallo. Ach, der ist auch eingesperrt, ne? Komm, ich mach dir mal Licht an. Bing. Hä? Baum. Baum. Na, was ist da los da, sag mal? Ist ja der Wahnsinn hier. So, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Lalalalalala. Ach Leute, ich bin so richtig fröhlich hier. Diese Aufnahme finde ich wesentlich fröhlicher, diese Aufnahme-Season hier. Weil die auch viel erfolgreicher ist, ne? Finde ich. Boah, und hier auch noch voll der Kohlevorrat. So, da kommen ein paar Zombies angewackelt. Na? Ja, komm, kloppt euch mal. Ring frei! Warte, ich mache euch noch Licht an. Ich habe noch gar nicht die Glocke gemacht. Oh. Du hast meinen Kumpel den Zombie gehauen. Und ich sollte mal ein bisschen aufpassen, weil ich tone hier rum mit gerade mal 2 Herzen. Das ist vielleicht nicht so ganz die gute Idee. Deswegen werden wir mal ganz schnell uns mal ein Brot reinpfeifen und ein bisschen aufpassen. Das hätte nämlich ganz schön böse enden können. Deswegen mal ganz schnell ein bisschen was essen. Nebenbei kann ich ja hier schon mal so ein bisschen was abbauen. Fledermaus, aufpassen. Spitzhacke ist spitz. So, jetzt sind wir noch nicht so fündig geworden und die Folge ist schon wieder fast zu Ende. Könnt ihr jetzt so fair sein und sagen, naja, dann machen wir eben ein bisschen länger. Das ist voll die Batcave. Irgendwie höre ich hier im Hintergrund die ganze Zeit hier irgendwie so, wie ob hier auch wieder so eine Guardian-Geschichte im Hintergrund ist. Das, ich weiß ja nicht, ob ihr das hört, so dieses Rauschen. Eigentlich immer dann, wenn irgendwo die Wächter in der Nähe sind. So, jetzt kommen wir hier nur nicht mehr raus, ne? Doch, kommen wir. Gut, dann mache ich mal hier eine Fackel, dann ist glaube ich eh gerade Nacht draußen. Also passt das so weit. Also können wir hier gerne noch mal kurz so ein bisschen... Ich esse noch mal kurz ein Brot. Aber nicht viel, nur so ein bisschen, ne? Dass wir da noch mal reingucken. Oh, Höhlensound. Mein Gott, ist hier aber auch viel Kohle hier. Also es ist eine interessante Gegend hier. Also da oben da erstmal mit diesem geilen Pferd. Also das Pferd, das würde ich mir auf jeden Fall mal safen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt despawnen tut oder so. Also ich werde es auf jeden Fall erstmal zähmen. Ich hoffe, in der 1.14 ist es geblieben, weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie es geht. Müsste ich jetzt erst die Wiki aufmachen und das ist aber wahrscheinlich dann erst in der... Oh, da kommt wieder einer. Ist wahrscheinlich aber erst... Und... Dumm. Und... Bumm. Haha. Und da hinten schon wieder so ein Gurkenkopf hier. Na? Und es wurde dunkel. Mann, der hat ganz schön gescheppert, der Bursche. So, jetzt geht's einmal hier runter. Okay, und wo geht's da hin? Ach, da sind wieder zwei, die sich lieb haben. Ja. Streiten sich zwei, freut sich der Dritte. So, gibt's denn hier noch irgendwelche interessanten Schätze, die ich jetzt hier mal so eben mal mitnehmen kann? Hier ist ein bisschen Wasser. Das kann ich ja mal eben so ganz krass so mal zumachen. So, ist ja nicht so schlimm. Hier gibt es noch mal ein bisschen Eisenfreihaus. Das nehmen wir auch mal mit.
Wie gesagt, dann wegen Rüstungen oder so erstmal mitnehmen. Da ist schon wieder Kohle. Und schon wieder Eisen. Sehr gut. So, gut. Nehmen wir mit. Eigentlich wollten wir Sand holen, aber gut. Gegen neue Rohstoffe sage ich auch nichts, wo sie doch so offensichtlich hier präsent sind. Gott, ist das eine Menge. Das ist auf jeden Fall eine neue Region hier. Also hier waren wir vorher noch nicht gewesen. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern. Und rein theoretisch haben wir jetzt hier die Chance, auf irgendwas Neues von der 1.14 zu stoßen. Ja. Allerdings ist die Folge jetzt um. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache jetzt noch mal einen vierten Teil draus, was ich eigentlich nicht wollte. Mal, geht das jetzt hier noch weiter? Oh Gott, das ist ja schon wieder Kohle. Warte mal, ich mache mal kurz. Mal gucken, wohin geht denn das hier? Okay, hier ist Ende. Gut, dann hole ich mir jetzt ja noch die Kohle und dann beende ich erstmal die Aufnahme. Und dann sehen wir weiter. Die Spitzhacke ist ja dann eh kaputt. Müsste ich mir erst eine neue machen. Ich sag, guck mal, da oben ist auch schon wieder Eisen da. Nehme ich auch mit. So. Und nochmal die Kohle. Und vor allen Dingen, wir kriegen dadurch, ihr seht auch, warum ich das mache, weil es gibt Erfahrungskügelchen. Ja, die aufgepasst haben, die wissen jetzt, warum ich jetzt auch hier so scharf bin auf Kohle. Obwohl wir eigentlich ja, sag ich aber, nicht so einen Notstand haben an Kohle, ne? Nur ihr Erfahrung, ganz klar, gegen Verzauberung, brauchen wir doch. Das heißt, ich denke ein bisschen mit, Freunde. Nicht, dass ihr euch jetzt hier wundert, was mache ich denn da? Zögere ich das hier etwa unnötig in die Länge hinaus? Nee, nee. Ja, wie gesagt, das hat alles Sinn und Verstand, was ich hier mache. Und wir können es auf jeden Fall auch gut gebrauchen. So, jetzt ist aber wirklich gut hier. Die Aufnahme-Season ist jetzt eigentlich vorbei. Also ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme-Season wieder. Und wir merken uns das hier einfach mal vor. Und ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Scheiße, da oben ist noch mehr Kohle. Na gut, die hole ich mir noch.